wunderschönen guten Abend, liebe Camper aus Dinkelsbühl. Willkommen auf meinem Kanal und heute möchte ich euch wieder ein bisschen Technik zeigen. Was haben wir die Woche schon gemacht? Was ist in Dinkelsbühl wieder los? Jede Menge. Aktuell haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5 Autos am Start, die diese Woche einigermaßen fertig waren. Zugegebenermaßen, bei zwei Stück war es ein bisschen Kleinigkeit, aber da schauen wir jetzt gleich hinter in die Werkstatt und da zeige ich euch ein bisschen was. Doch, ich möchte euch nochmals auf unsere kleine Spendenaktion für die Flutopfer erinnern. Wenn ihr noch Lust habt, unser Spendenkonto ist unten noch eingeblendet. Es ist nach wie vor noch offen. Wir werden jetzt zwei Wochen nur circa so richtig Vollgas geben, ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wir möchten da nur ein bisschen was aktivieren und eine kleine Summe zusammenkriegen. Das Ganze geht direkt 1:1 zu den Flutopfern, wo wir persönlich da runterfahren an einem Wochenende und werden das übergeben. Es haben sich schon ganz, ganz viele beteiligt. Dafür schon mal ganz, ganz lieben Dank. Auch wie wir hier unsere Aktion hatten, unseren Camper-Treff, haben sich ganz, ganz viele von euch bereit erklärt, da ein bisschen was zu geben. Auch die ganzen, in Anführungszeichen, Stellplatzgebühren, wo wir da verlangt haben, gingen 1:1 in den Topf hinein. So haben wir schon eine schöne vierstellige Summe zusammen. Aber wir geben noch nicht auf, da geht nur ein bisschen mehr. Und ich baue auf euch, dass wir da noch ein paar Euro zusammenbringen. Oder ihr sagt es jemand oder wie auch immer, 5 Euro, egal wie viel, jeder Euro zählt und jeder Euro hilft, den armen Leuten da drüben zu helfen. So, jetzt gehen wir ab in die Werkstatt und ich zeige euch. Nun sind wir in unserer Werkstatt und dieses Fahrzeug habt ihr bei uns schon mal gesehen. Detlefs Trend. Was haben wir bei dem Fahrzeug gemacht? Ich glaube, ihr wisst es noch. Wir haben die Hubstützenanlage darunter gebaut. Hier sehen wir es. Zack. Wo ist mein Finger? Da. Jetzt ist er wieder da, weil wir natürlich hier noch ein Feature dazu machen wollten. Damals war aber die Schwierigkeit, Truma konnte aktuell nicht liefern. Weil da gab es ja die Schwierigkeiten mit Ruma-Dieselheizungen, sprich gibt es immer noch. Aber die schon lange, lange bestellte Ruma-Heizung von dem Kunden ist jetzt endlich gekommen. Hier haben wir die alte ausgebaut, das ist die Gas-Truma. Und ihr seht schon, was sich hier verändert hat. Hier haben wir eine ganz andere Art von Auspuff. Denn hier haben wir jetzt den 9. Das heißt, wir mussten den Ausschnitt natürlich vergrößern, das hier wieder komplett neu eindichten. Was ist der Unterschied? Hier kommen die Abgase raus bei einer Gasverbrennung und bei einer Dieselverbrennung haben wir einmal natürlich wieder die Abgase. So schaut es aus, das ist nur verpackter. Und gleichzeitig haben wir aber hier auch die Ansaugung, die Frischluftansaugung, wo dann dementsprechend der Diesel im Brennraum verbraucht und um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten. Die Truma schaut 1:1 genauso aus und jetzt gehen wir mal rein und dann zeige ich euch das. So, jetzt gehen wir ins Fahrzeug und hier sehen wir sie liegen. Ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, es geht. Es sieht ja wieder ganz genauso aus. Das Einzige, was sich verändert hat, ist hier natürlich der zweite Abgasschlauch. Aber ich hole doch einmal kurz eine Lampe, dann kann ich es euch besser zeigen. So, jetzt sehen wir genügend. Und ihr seht jetzt schon da hinten, wie das ausschaut. Wir haben nämlich hier noch einmal den einen Schlauch, wo hier die Zuluft kommt. Und natürlich den dickeren Schlauch, wo die Abluft kommt. Ansonsten, wie gesagt, ist das Gerät 1:1 das gleiche, nur dass wir halt jetzt noch zusätzlich hier den Dieselschlauch haben statt Gasschlauch. Gasschlauch ist blind, also das Gasrohr, das liegt hier. Das wird natürlich sauber abgedichtet und nochmal neu abgedrückt und einer neuen Gasprüfung unterzogen.
Und von hier müssen wir dann den Schlauch natürlich ganz hier vorführen, unterm Auto einmal hier in den Tankabnehmer. Zip. Und genau hier sehen wir, wo ist wieder mein Finger? Hallo? Hier? Und hier sehen wir den Schlauch. Und da haben wir natürlich noch einen Tankabnehmer reingemacht in den Originalen, damit dementsprechend die Dieselentnahme gewährleistet kann. Dann hängt natürlich unten freihängend, und das ist immer ganz wichtig, wie man die Dieselheizung, sprich die Dieselpumpe, positioniert. Und die muss natürlich schön freihängig sein. Und da gehen wir jetzt gleich runter ans Fahrzeug und da zeige ich euch das gleich, wie das dann dementsprechend auszuschauen hat. Hier werden jetzt die Leitungen noch ein schön gemacht, dann das Ganze nochmal geprüft. Und ja, morgen früh nehmen wir dann das Ganze in Betrieb. Und schon ist die Umrüstung von Gas auf Diesel Truma erledigt. In dem Segment, ich will jetzt nicht sagen, haben wir uns ein bisschen spezialisiert. Doch wir haben halt festgestellt, dass immer wieder Kunden die Anfrage haben nach einer Diesel-Truma. Warum? Diesel-Luftheizung, Zusatzluftheizung ist natürlich wunderbar, aber sie möchten halt gasunabhängig sein, komplett. Und somit haben sie natürlich die Möglichkeit, auch warm Wasser mit Diesel zu machen. Und das ist natürlich dann schon eine tolle Sache mit so einer Diesel-Truma. So, und jetzt gehen wir mal unter das Fahrzeug. Und da sind wir gleich wieder beieinander. So, lala. Jetzt sehen wir hier die verbaute Dieselheizung. Ach Quatsch, die verbaute Dieselpumpe. Wir haben die hier mit dem Bügel an dem Rahmen festgemacht und natürlich dafür gesorgt, dass sie schön freischwingend ist. Ganz wichtig bei der Sache ist, dass sie nirgends an der Karosserie aneckt. Weil die Dieselpumpe hat natürlich den Effekt, dass die leicht klackert. Und wenn wir hier eine Aufnahme haben, die teilweise dann irgendwo reingeklemmt ist oder hier anliegt oder leicht schräg oder so verbaut wird, dass er nicht frei schwingen kann, dann wird dieses Geklacker an die Karosse übergeben. Und das hört sich dann im Fahrzeug katastrophal an. Also das ist ganz wichtig, dass das eben alles freihängend und freischwingend ist, damit hier entsprechend nichts passiert. Das ist eine Spezialaufhängung, damit natürlich auch die Gradzahl gegeben ist. Also sprich, er muss ja leicht schräg hängen. Hier wird natürlich der Schlauch noch ein bisschen fixiert. So ist dann letztlich die endgültige Position, wie sie hängen muss. Und das muss gewährleistet sein, weil sonst ist es echt schlecht, weil sich sonst das Teil natürlich extrem anstrengen muss. Und da gibt es aber wunderbare Einbauanleitungen, da kann man das auch dementsprechend machen. Wichtig ist natürlich auch, wie wir es hier in dem Bild sehen, überall dann entsprechend Kantenschutz versehen, die Leitungen mit Schutz versehen, das dann natürlich alles nur fixieren, das wird alles nur fixiert und festgemacht, damit es alles richtig safe ist. Und auch ganz wichtig ist, wenn wir auf der anderen Seite dann durchgehen, damit man natürlich vom Auspuff, gerade vom Katalysator, richtig große Abstände hält, weil da kommt richtig fett Hitze zustande und dass wir da ein bisschen weg sind. Jo, jetzt gehen wir mal wieder raus hier, weil es unterm Auto doch ziemlich eng ist. Also ihr seht schon, das ist schon ein bisschen der Eck, so eine Dieselheizung einzubauen. Also man muss hier schon auf gewisse Dinge wirklich achten, damit man das fachgerecht und richtig macht und damit man natürlich auch eine lange Funktion gewährleisten kann. Das ist ganz wichtig. Also es gibt so ein paar knifflige Stellen, wo man immer bei so einer Dieselheizung berücksichtigen muss. Doch wenn man das sauber und ordentlich verarbeitet, und wir haben schon etliche Diesel-Trumas ausgebaut, umgebaut, sowie wir auch schon etliche Diesel-Luftheizungen verbaut haben, und wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und das alles ein bisschen sauber macht und auf die gewissen Kleinigkeiten achtet, dann hat man daran auch richtig viel Spaß. Was haben wir bei dem Auto noch gemacht? Der Kunde hat ja eine Hubstützenanlage bekommen von der Firma Alco, die Hi4. Doch auch hier haben wir natürlich durch Corona-bedingte Problematiken so ein bisschen Lieferverzögerungen. Und wie wir die drunter gebaut haben, und da konnte ich euch damals die Wiegefunktionen zeigen,
Doch, der Kunde wird sich freuen, dass jetzt die Wiegefunktion da ist. Und wenn du das Video siehst, haha, sie ist heute Morgen gekommen. Also, wir können sie dir verbauen und da sind wir auch richtig glücklich drüber. Hier haben wir die Wiegefunktion, die werden wir sauber und ordentlich jetzt dann verbauen. Hier haben wir eine ganz bestimmte Eigenschaft, wo man ein bisschen akribisch vorgehen muss bei der ganzen Sache. Der Anschluss hält sich eigentlich in Grenzen, der ist jetzt gar nicht so schwierig. Man muss das unten in der Steuerbox anschließen, sauber verkabeln und das war's eigentlich schon. Aber das Wichtige oder das Allerschlimmste, nicht das Schlimmste, aber das Genaueste, ist dann die Achsvermessung und die Eingabe der ganzen Daten in die Box. Damit nämlich dann auch die Gewichte sauber passen und die Achsen sauber vermessen werden. Weil wir können ja hier auch die Achsen vermessen bei der Wiegefunktion, wie das Gesamtgewicht und die Achslast. Und das muss natürlich auch gewährleistet sein, dass das alles passt, weil sonst macht die hier nicht wirklich Sinn. Also, lieber Punkt, ich freue mich drauf, dass ich dir die verbauen kann und dann habt ihr wieder richtig viel Spaß und könnt, bevor ihr losfahrt, auch immer checken, ob das Gewicht passt. Da sind wir froh, dass das noch gekommen ist. Was haben wir noch bei dem Fahrzeug gemacht? Noch eine Überraschung, denn dazu nehme ich euch wieder mit. Voilà. Haben wir nämlich noch was verbaut. Ist auch von dem Fahrzeug ein bisschen blöd geregelt. Und zwar, ich zoome jetzt mal ran, ist hier eine, ich geh mal seitlich hin. Ihr seht hier oben eine Rückfahrkammer, ups, die serienmäßig verbaut ist. Die haben wir jetzt mal dran gelassen und haben genau drunter eine neue Rückfahrkamera verbaut. Nämlich die auf dem Licht sitzt. Die nämlich oben drüber verbaut ist, hat nämlich den entschiedenen Nachteil, so wie das Licht leuchtet, also wie man auf die Bremse dreht, sieht man in der Kamera gar nichts mehr. Also haben wir dem Kunden schlichtweg eine neue verbaut. Die oben drüber haben wir mal gelassen, weil sonst haben wir ja ein fürchterliches Loch da drin. Und um das wieder zu verschließen, das ist ein bisschen ein Aufwand, weil die Farbe muss passen, ist ja ein Neufahrzeug. Und somit haben wir gesagt, komm, lass mal die Serienkamera dran, dann ist das Loch gleichzeitig zu und jetzt gucken wir mal, wie er dann dadurch schaut, weil wegmachen, wenn es einen wirklich stört, können wir es immer noch. Also die haben wir auch verbaut, damit die sauber ordentlich dementsprechend dann auch hinten alles sehen kann. Ja, und dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, Sitze bzw. Schubkästen einstellen und ja, noch zwei, drei Kleinigkeiten. Jo, und dann ist das Fahrzeug auch schon wieder fertig zur Übergabe und wird pünktlich fertig werden. Und ja, da freuen wir uns drauf, dass wir dann wieder einen schönen Wohnmobilisten glücklich gemacht haben mit dem ganzen Zubehör, funktionell, praktisch und gut und seine Wünsche erfüllen konnten. Das ist eine ganz tolle Sache. Jo, was haben wir noch in unserer Werkstatt stehen? Hier steht er, ein Tonet. Ein Kundenfahrzeug, den haben wir verkauft. Der wird jetzt fertig gemacht zur Auslieferung. Hier haben wir ein bisschen was ummodifiziert, weil der Kunde wollte hier Lithium haben. Und da verbauen wir natürlich unsere eigenen Lithiumbatterien. Und er wollte einen anderen Wechselrichter haben von WCS. Hier haben wir natürlich die 2060er Kombi eingebaut. Ich zeige es jetzt mal. Hier ist es. Das ist hier bei Tourneen natürlich schon echte Kunst. Und da muss ich auch wieder auf die Qualität vom Fahrzeug anspielen. Das ist das einzige Fach, wo man rein kann. Das Schlimme ist, dass hier, das kann ich zwar aufschieben, aber hier ist wieder ein Brett. Ihr kommt nirgends da durch. Also ich habe nur dieses Fach. Und den Schrank hier kann man nicht zerlegen. Warum nicht? Weil er nicht verschraubt ist, sondern komplett verzapft und verleimt ist. Hat Vorteile, denn beim Fahren, das Holz arbeitet nicht, das ist wie verschweißt. Da quietscht nichts, da tut nichts. Das ist der qualitativ hochwertige Möbelbau. Für mich als Umrüster katastrophal, weil ich komme nirgends hin. Und das ist echt manchmal nervig. Aber egal, wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben hier
zweimal 150er Lithium verbaut. Und hier haben wir die Kombi verbaut. Ihr seht's, schön sauber am Rand. Dazu mussten wir den Kasten natürlich ein bisschen umgestalten mit zusätzlichen FI und allem drum und dran. Aber auch das haben wir wieder sauber ordentlich hinbekommen. Ist ein bisschen eng zum Filmen, ihr seht nicht viel. Auch hier wieder ganz wichtig, überall diese Schutzschläuche, damit alles richtig safe ist. Hier die Batterien richtig abgesichert, damit man überall hinkommt. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich haben wir das Bedienteil von diesem Wechselrichter auf die gegenüberliegende Seite gebaut, wo die Instrumente sind, damit das alles anständig funktioniert, haben wir das Teil hier oben hingebaut. Einschalten, Buff, 230 Volt, everywhere, auf jeder Steckdose. Und was wir natürlich auch gemacht haben, in dem Fall, weil jetzt haben wir natürlich richtig Spannung da drauf, wir haben die Fußbodenheizung hier, papp, auf die Batterie geklemmt. Warum haben wir das gemacht? Weil die Fußbodenheizung hat 60 Watt. Also es ist durchaus vertretbar. Dann hat der Kunde ja auch noch Solar an Bord. Und von dem her kann man das durchaus vertreten, dass er bei 300 Amperestunden Lithium die Fußbodenheizung dann von dem Tonneau auf der Batterie laufen lässt. Und das ist natürlich eine richtig tolle Sache. Also auch Fußbodenheizung ist hier autark zu nutzen. Richtig klasse. Jetzt machen wir hier gleich wieder zu, damit ich das nicht vergesse. Das Auto wird jetzt noch ein bisschen gebienert und geputzt. Unsere ganzen Fußabdrücke rausgemacht, ist ein Neufahrzeug. Dann wird hier außen noch ein bisschen gewaschen und geputzt, damit alles schön glänzt und sauber ist. Und dann freuen wir uns drauf, nächste Woche das Fahrzeug dem Kunden übergeben zu können. Und ich glaube, der Kunde freut sich auch schon ganz groß drüber, weil das ist schon ein schmuckes Stück. Schöne Farbe, schönes Auto, Tonneau, also richtig, richtig schön. Ja, dann haben wir hier draußen, ich weiß nicht, ob ihr seht, noch einen Karmann stehen. Sieht man es? Ja, ein bisschen. Den haben wir schon umgebaut, der ist fertig geworden. Da haben wir ein paar Kleinigkeiten dran gemacht, Wechselrichter und so weiter, Ladebooster, also auch der ist fertig. Hier steht schon die nächste Cinderella-Toilette, die verbaut wird und so geht's alles weiter. Und dann haben wir draußen noch einen Tonneau stehen, den müssen wir auch fertig machen, weil da haben wir ja noch ein Neufahrzeug, also beziehungsweise ich muss dazu sagen, noch zwei Neufahrzeuge. Schauen wir mal kurz raus. Einmal quer durch unseren Laden. So, hier steht der Ford Karmann 4x4, den wir Wechselrichter und so weiter verbaut haben. Da mache ich morgen, glaube ich, nochmal kurz schnell ein Video drüber. Und hier auf der Seite haben wir noch einmal zwei Tonneaus stehen. Der linke ist verkauft, den haben wir auch schon weg. Der wird jetzt auch noch ein bisschen umgebaut. Da kommt noch Fernseher rein und so weiter. Und dann haben wir hier den schwarzen, die Black Beauty, Black Edition. Der steht noch zum Verkauf, den haben wir noch frei. Und wobei da schon auch zwei, drei Interessenten dran sind. Mal gucken, was wir dann da noch alles verbauen müssen. Dann sind die Autos auch schon wieder vom Hof. Und da freuen wir uns schon wieder auf unsere nächste Lieferung. Ja. Heute hat meine Frau auch wieder unseren Laden ein bisschen umdekoriert. Alles hier ein bisschen schick gemacht, ein bisschen umgebaut. Ja, E-Scooter haben wir auch immer parat, haben wir auch noch ein paar da. Wobei zwei schon verkauft sind, die waren abgeholt. Also auch die haben wir immer wieder vorrätig. Auch tolle Sache. Lithium-Batterien, ach, alles Mögliche. Ja, man muss halt immer da sein. Und eins wollte ich euch auch noch zeigen. Da machen wir mal ein separates Video-Special drüber. Truma Kompressorboxen. Geile Teile, kann ich nur sagen. Wirklich super Teile. Effizient, hocheffizient, wenig Stromverbrauch und richtig schick. Kriegt man richtig was rein. Kühlt effektiv.
Ideale Ergänzung zum Absauberkühlschrank, wenn man da nur ein bisschen Luft braucht, geht hin bis zu einem Gefrierschrank und kann sogar einfrieren. So, Schluss. Jetzt habe ich euch genug zugetextet und jedenfalls wollte ich euch so ein bisschen was aus unserer Werkstatt zeigen und bin schon mal froh, dass wir die Woche so gut über die Bühne gekriegt haben und für die nächsten Fahrzeuge hole ich euch im nächsten Video natürlich wieder dazu. Ja, da habt ihr wieder gesehen, wir haben wieder ziemlich viel gemacht. Einiges umgebaut, einiges erledigt und viele Autos oder einige Autos wieder top gemacht. Und unser Neufahrzeug, ganz tolles Fahrzeug, Tournee. Ja, über einen Kommentar von euch, was ihr davon haltet, von der ganzen Geschichte, freue ich mich natürlich, wenn ich den unten bekomme. Genauso wie über ein Like und Daumen hoch. Da sind wir natürlich immer glücklich drüber, weil das bestätigt natürlich so ein bisschen das, was wir tun. Und ihr seht, es ist schon wieder tief in der Nacht. Es ist schon wieder, was haben wir, 22.11 Uhr. Egal, man macht's von Herzen und man macht's gern. Da kann man auch mal ein paar Stunden länger machen und eben auch so ein Video kurz drehen. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, also sprich Abend und wie sagt man, Restwoche oder nee, da sehen wir uns bestimmt nochmal. Bleibt's gesund, liebe Grüße aus Dinkelsbühl, Daumen hoch, ciao.